Morgen, meine Lieben. Was ich schon letzte Woche als Blogpost verfasst habe, wollte ich heute noch mal ganz kurz in Videoform euch zeigen. Und zwar hatte ich ja meinem Sohn den Hudora 205 Big Wheel Green Hornet gekauft. So ist die genaue Bezeichnung dieses City-Alu-Roller, Alu-Scooter. Ich weiß ehrlich gesagt vor lauter Bezeichnungen gar nicht, wie das Ding nun wirklich heißt. Also es ist ein stinknormaler Roller mit 205er Rädern, also der Durchmesser ist 205. Und das sind nicht diese kleinen Gummireifen, sondern diese etwas größeren. Das habe ich ihm einfach aus dem Grund gekauft, weil er jetzt ungefähr seit 3 Jahren schon mit dem Roller mit den kleinen Rädern fährt. Und ich wollte einfach, dass er jetzt etwas schneller vorwärts kommt und ein etwas komfortableres Fahren ermöglicht. Und da habe ich im Internet geschaut, Hudora Big Wheel 205 Testbericht. Und bin eben bei diesem Hudora-Roller stehen geblieben. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es in diesem Segment bei diesen Rollern nicht wirklich viel Auswahl gibt. Und man bleibt also zwangsläufig immer wieder bei der Marke Hudora stehen. Ja, dann ist es ein Hudora Green Hornet geworden, einfach aus dem Grund, weil mein Sohn grün total liebt. Und ich ihm den Roller deswegen gekauft habe. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich will nicht ewig drum rumreden. Ich blende euch im Hintergrund ein, wie das Teil fährt. Er liebt es auf jeden Fall. Seit einer Woche fährt er damit rum wie ein Verrückter. Er mag das total gerne. Ich muss eins dazu sagen. Für 46 Euro habe ich den bei Amazon gekauft. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Da könnt ihr nochmal schauen. Auch den Blogpost zu meinen Artikeln verlinke ich euch unten nochmal. Da steht genau, wie und was da dran und drin und drum ist. Also es gibt eine Hinterradbremse, ne? Man muss sich da hinten draufstellen und dann bremst das Teil automatisch. Und es gibt auch einen Ständer. Also man kann den bequem auch irgendwo abstellen vor der Eisdiele, wenn man mal bei der Eisdiele Einkehr hält. Und ein paar nette Features hat er, der lässt sich sehr leicht zusammenklappen, man kann ihn also gut transportieren. Aber ausschlaggebend war jetzt für mich auch wirklich gute Verarbeitung und Preis-Leistung muss stimmen. Das hiesige Rathaus, Fahrradhaus Hänsel und Koller wollte für ungefähr die gleiche Ausstattung, also ich glaube einfach dieser Klappmechanismus war da in Metall und nicht in Plastik. Da wollten die haben um die 79 Euro, habe ich irgendwie jetzt nicht ganz eingesehen und habe den Green Hornet dann bei Amazon für 46 Euro inklusive Versand gekauft und gefunden und bin auch echt begeistert. Das Einzige, was mir etwas negativ aufgefallen ist, dass er während der Fahrt etwas klappert. Ich versuche euch das hier hinten mal einzublenden, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie sich das anhört. Also mein Sohn stört es jetzt nicht. Aber es ist deutlich hörbar, dass das Gestell während der Fahrt klappert oder der ganze Roller klappert einfach ein bisschen. So, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich kann diesen Roller ansonsten wärmstens weiterempfehlen. Die anderen Marken kenne ich nicht, also mir war Hudora auf jeden Fall ein Begriff. Deswegen fiel meine Wahl auch auf einen Hudora. Ich hoffe, euch hat das kleine Video wie immer ein bisschen gefallen und danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Video wieder ein. Bis dahin, einen schönen Donnerstag. Tschüss, eure Kathi.